Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time. Wir sind wieder am Start. Neues Jahr, neues Glück, Rückrunde, neues Glück, neue Spiele, neues Glück, neue Transfers. Alles mit neuem Glück versehen und heute quatschen wir mal ein bisschen darüber, was sich so getan hat am Wochenende in der Bundesliga, in der Premier League, in den anderen Ligen der Welt und vor allem auf dem großen, großen Transfermarkt, der ja momentan noch geöffnet ist und auf dem momentan noch Transfers vollzogen werden können. Heute zuletzt erst wieder der absolut geniale Transfer, den Borussia Dortmund eingetütet hat. Dazu kommen wir aber im Laufe des Videos. Zunächst einmal kümmern wir uns um die Ergebnisse vom Wochenende und damit vom 17. und letzten Hinrundenspieltag der deutschen Liga. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung, wie habt ihr die Spiele gesehen, welche Transfers fandet ihr bisher am krassesten und vor allem, welche Transfers wünscht ihr euch eventuell noch für euren Verein. Ich bin gespannt, wer dazu noch meine Meinung zu 96 sagen, natürlich, die bisher noch kein Spiel verpflichtet haben, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass man da ein bisschen was erzählen kann und wir starten durch mit der Bundesliga und da gab es eigentlich keine wirklich krassen Überraschungen am Wochenende. Zunächst einmal Bayern gegen Freiburg. Freiburg hat stark gegengehalten, Bayern glücklich gewonnen durch ein klasse Tor von Robert Lewandowski, sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall ein ähnliches Tor hat Roberto Firmino für Liverpool geschossen, die ja gegen Swansea verloren haben, 2:3, damit wieder so ein bisschen von der Spitze weggerückt sind. Irgendwie kann Klopp nicht gegen die ganz, ganz Teams oder ganz, ganz schwachen Teams, die unten drin stehen. Naja, sowas muss es auch geben. Am Samstag dann einige Spiele gewesen. Das krasseste oder das bemerkenswerteste vielleicht das 3:0 von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Einfach aufgrund dessen, dass das eigentlich ein Spiel ist von zwei Teams, die diese Saison bisher auf Augenhöhe waren. Aber RB hat sehr, sehr stark gespielt. Natürlich begünstigt durch die rote Karte, die schnellste rote Karte, die ein Torwart in der Bundesliga jemals bekommen hat, weil Lukas Radetzky ausrutscht und den Ball da mit der Hand spielt. Und das nach gerade mal, ich glaube, 2 Minuten oder sowas in dem Dreh. Ganz, ganz bitter für Frankfurt, natürlich auch für die Fans, die mitgereist sind nach Leipzig, auch wenn es nicht so die aller riesigste Distanz ist. Nichtsdestotrotz an einem Samstagabend auf jeden Fall sehr ärgerlich, da noch 3:0 zu kassieren. Zumal es ja eigentlich hätte 4:0 ausgehen können, wäre Aitekin nicht irgendwie lustlos gewesen, hätte das Spiel abgepfiffen. Ob es ein Stürmer voll war, ob es abseits war abseits war es nicht. Ob es ein Stürmer voll war, weil einfach keine Lust mehr hat oder irgendwas, wir werden es nicht erfahren oder, naja, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, aber ist auch nicht so wichtig, weil 3:0 ist auch schon ein ziemlich hoher Sieg und von daher passt das ganz gut. Ansonsten, was ist noch passiert am Wochenende? Ja, Wolfsburg hat zu Hause gewonnen. Wolfsburg startet in der Aufwärtstrend, Fragezeichen. Sie haben auf jeden Fall einige gute Spieler geholt. Dazu kommen wir ja gleich noch. Unter anderem hat einer das Tor vorbereitet, und zwar Paul George, ein Ted-Neuzugang von Stade Rennes. Der legt auf Mario Gomez ab und der zeigt, dass er wirklich ein guter Stürmer ist und trifft auch das erste Mal zu Hause. Vielleicht bricht er damit so endgültig seinen Bann. Müssen wir mal abwarten, aber ich denke, dass ich mir das auf jeden Fall vorstellen könnte. Dazu gewinnt Dortmund Mühe und Not in Überzahl gegen Bremen. Überzahl kann Dortmund ja nicht. Bremen hat stark gekämpft, hat er eigentlich auch einen Punkt verdient, wenn wir ehrlich sind. Aber im Endeffekt macht Dortmund das und bleibt zumindest ein bisschen dran an den Bayern, zumindest von der Punkte her, dass es so ansatzweise noch realistisch ist. Die Saison ist ja gar nicht gut bisher für sie, aber naja, es geht auf jeden Fall gerade so noch bergauf. Ansonsten hatten wir beispielsweise noch das Spiel am Wochenende zwischen Köln und Mainz. Ganz, ganz langweiliges 0:0. Hertha verliert 1:3 in Leverkusen. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings war das eine sehr, sehr interessante Vorstellung von beiden Mannschaften. So stark war Bayern nicht. Hertha war in meinen Augen in der ersten Halbzeit sogar das bessere Team, auch wenn sie nicht die Mega-Abschlüsse hatten, aber nichtsdestotrotz, Bayern endlich mal wieder so ein bisschen in die Spur gekommen. Die Frage ist, wie können sie es in den nächsten Wochen fortsetzen? Ich bin gespannt. Bei Hertha, denke ich mal, wird das kein großer Einbruch sein. Die werden genauso weitermachen, wie sie in der Hinrunde gespielt haben nächste Woche und wahrscheinlich zu Hause wieder punkten. Genauso wie die TSG aus Hoffenheim, die auswärts gewonnen hat gegen Augsburg. Man muss einfach sagen, es ist Wahnsinn, was Sandro Wagner spielt. Hätte ich niemals so gedacht, dass er auch bei Darmstadt, nicht bei Darmstadt nur, sondern auch bei Hoffenheim überzeugen kann. Aber er macht es, trifft am Fließband. Kramaric hat, glaube ich, das zweite Tor gemacht und damit holen ihn 2:0 Sieg und wichtige 3 Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. Ja, ansonsten hatten wir noch die Partie zwischen Gladbach und Darmstadt, wo wir gerade bei Darmstadt waren. Die holen keine Punkte, aber Gladbach irgendwie auch nicht. Gladbach steht echt unten drin im Abstiegskampf, was niemand gedacht hätte, wo sie eigentlich auch überhaupt nicht hingehören, zumal nicht mit dem Kader und dem Spielermaterial, was sie haben. Aber sie kommen nicht von der Stelle einfach, weil sie die Tore nicht machen, weil sie offensiv in meinen Augen zu schwach sind. Defensiv geht es ja noch einigermaßen, auch wenn sie da teilweise wackeln, aber offensiv, das ist zu wenig. Da reichen anscheinend ein Raphael und ein Stindl nicht, da reicht auch ein André Hahn nicht, da reichen die ganzen anderen tollen Spieler, die sie beispielsweise auf den Außenbahnen haben, nicht. Da muss irgendwas passieren. Ich weiß aber auch nicht wirklich was. Wenn man sieht, dass ein Rigotta bei Frankfurt ganz gut funktioniert, denke ich mir, hätte der dir mal in der Liga spielen lassen öfter. Vielleicht würde der euch jetzt ein bisschen helfen in der Situation. Aber gut, für beide nur ein Punkt. Muss man jetzt irgendwie mitleben und muss man sich arrangieren. Ich habe irgendwelche Spiele vergessen, ich weiß aber nicht genau welche, deswegen gucke ich mal nach. Ich muss aber sowieso nachgucken, weil es jetzt natürlich auch um die Transfers geht. Und da habe ich natürlich nicht alle im Kopf, die so passiert sind. Und deswegen machen wir das mal lieber indirekt. In der zweiten Liga gab es, glaube ich, nichts sonderlich Bemerkenswertes. Nichts, was mich irgendwie extrem überrascht hätte oder was irgendwie ein absoluter Gamechanger wäre. Zumindest in meinen Augen. Außer, dass Colin Kwaner weggewechselt ist von Union Berlin zu Huddersfield, glaube ich. Zum deutschen Trainer auf jeden Fall. Das könnte ein bisschen
bisschen schwierig werden, aber den letzten Spiele auch nicht mehr so getroffen. Berlin ja auch nicht mehr so hundertprozentig, tausendprozentig überzeugend. Ich denke mal trotzdem, dass die auch ohne ihn klarkommen werden. Schalke hat noch gegen Ingolstadt gewonnen. Genau, das war das letzte Spiel, was noch aussteht. Ja, 90. Minute Guido Burgstaller aus der zweiten Liga gekommen von Nürnberg. Hat der 96 unter anderem auch geärgert, hat unglaublich stark gespielt, ist jetzt zum Kumpelverein gegangen und macht da in der 90. Minute das 1:0 gegen Ingolstadt. Ganz, ganz wichtig für die drei Punkte. Unfassbare Geschichte eigentlich, hätte ich so auch nicht erwartet, aber dass der Junge auch erste Liga kann, der ist einfach ein Bulle, der passt in jedes Team eigentlich fast rein und ich denke, der wird seinen Weg auch bei Schalke 04 gehen, bei einem Team, das jetzt nochmal ein bisschen stärker ist als Nürnberg. Wenn wir uns die Tabelle angucken, ja, da haben wir momentan so ein bisschen überraschendes Bild, wie gesagt, wir haben Gladbach auf Platz 14, Wolfsburg auf Platz 12, Schalke auf Platz 10, Leverkusen Platz 8, das sind alles Teams, die normalerweise weiter nach oben gehören. Dortmund schiebt sich vor auf 4, hat mittlerweile 12 Punkte Rückstand auf die Bayern, 9 auf Leipzig, da geht also noch was. Hoffenheim ist einen Punkt vor Dortmund, dann haben wir Hertha und Frankfurt direkt dahinter, Köln auf Platz 7. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant dieses Jahr, das Rennen um die internationalen Plätze, weil Schalke und beispielsweise Leverkusen da auch noch Bedarf haben. Aber Schalke hat beispielsweise momentan alleine auf Frankfurt, die Sechster sind, schon 8 Punkte Rückstand und Leverkusen auch immer in 5. Also das wird auf jeden Fall interessant, wie die das so bewerkstelligen können. Ja, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, auch gerade wie es bei Köln weitergeht. Die haben, glaube ich, 6 Spiele jetzt nicht mehr gewonnen. Die haben so den Aufwärtstrend aus der Hinserie, beziehungsweise aus der Anfangsphase der Saison, als Modest auch noch unglaublich stark war, abgelegt, auch natürlich aufgrund vieler Verletzter. Da bin ich gespannt, wie sie das kompensieren können, dass es momentan nicht so gut läuft. Und jetzt kommen wir mal zu den Transfers. Die Premier League müssen wir nicht sonderlich drüber reden. City gibt eine 2-0-Führung aus an. Sehr, sehr ärgerlich. Man United spielt nur unentschieden gegen Swansea war es nicht. Gegen Stoke war es. Genau in der 90. Minute erst der Ausgleich durch Rooney mit dem Rekordtor. Also ganz, ganz komische Spiele. Irgendwie Arsenal gewinnt in der 98. Minute durch einen Elfmeter-Panenka von Alexis Sanchez mit 2:1 gegen Burnley. Mustafi trifft das erste Mal. Hoffentlich wieder in Inform. Die One-to-Watch-Karte wird aufgewertet. Ja. Ansonsten Premier League können wir so abhandeln, Liga BBVA, da hat beispielsweise Real Madrid gewonnen, 2:1, allerdings sehr, sehr knapp und sehr, sehr mühsam, Eibar 0:4 verloren gegen Barcelona, Barcelona bleibt dementsprechend dran an Sevilla und Real, ist ganz interessant die Liga auf jeden Fall und Serie A, ja, ich glaube Milan hat verloren, ne? Milan hat, glaube ich, gegen Neapel verloren, 2:1, dazu hat Juve problemlos gewonnen, aber die Liga, keine Ahnung, die kann ich nicht ernst nehmen, ich weiß es nicht, also Neapel macht ja ein bisschen Welle, aber Juve ist einfach übermächtig und naja. Egal, kommen wir mal zu den Transfers, liebe Freunde. Und da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was Interessantes, denn wir haben beispielsweise den heutigen Transfer, der heute fertig gemacht wurde, der in den letzten Tagen schon das große Thema war, und zwar Alexander Isak oder Isaac oder wie auch man aussprechen möchte. Der junge Schwede, der junge Ibrahimovic, der neue Ibrahimovic, der schwarze Ibrahimovic, wie auch immer man ihn nennen möchte. Auf jeden Fall sehr, sehr stark Fanliebling bei seinem alten Verein, bei Söllner AIK und jetzt zu Dortmund gegangen. Eigentlich war der schon safe bei Madrid, aber der Berater bzw. die Familie haben sich dann doch umentschieden und gesagt, ey, bei Madrid steht er hinter Morata und Benzema, das wird schwierig. Bei Dortmund steht er nur hinter Aubameyang, vor allem weil Ramos jetzt nach China gegangen ist. Da hat er eventuell seine Gelegenheiten mehr zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, was aus dem werden wird. 17 Jahre alt, der hat auf jeden Fall noch eine steile Karriere vor sich, wenn er so weiterspielt und sich so weiterentwickelt wie bisher. Man sollte aber genauso bei Ødegaard nicht zu viel von ihm verwarten. Momentan wird Ødegaard ja so als gescheitert angesehen, aber der ist 18 Jahre alt. 18, da kommen andere Spieler erst raus. Emre Mor auch beispielsweise. Dembélé auch beispielsweise. Also abwarten, Tee trinken und gerade bei Isaac oder Alex sollte man auch nicht zu voreilig sein. Ich freue mich auf jeden Fall, den in der Bundesliga zu sehen, weil das wieder ein richtig geiler Transfer für unsere Lieblingsliga, wenn man so nennen möchte. Ansonsten, ja, die Transfers der letzten Tage. Robbie Cruz geht zu Liao Ning, das heißt, der geht nach China. Vielleicht ist er näher dran in Australien, vielleicht liegt daran. Kleinheischler geht zu Ferencvaros. Also nicht so die krassesten Transfers, muss man sagen. Aber es gab auch einige interessante, gerade in der Premier League. José Fonte verstärkt die Defensive von West Ham. West Ham braucht defensiv ein bisschen mehr Stabilität. Stehen ja auch weiter unten, als eigentlich sein sollten. Ich bin gespannt, wie das in der Rückrunde werden wird. Saido Berahino, ja, der ist gewechselt und zwar von West Brom zu Stoke, war da ja nur noch, also bei West Brom war er ja eigentlich das absolute Megatalent, der Superstar, so ein bisschen, für mich zumindest immer. Jetzt geht er zu Stoke, passt da auch, finde ich, ganz gut hin, bin ich mal gespannt, ist ja fast schon klein mit 1,85, aber mal sehen, vielleicht soll er da Peter Crouch beerben, wir werden es sehen. Ansonsten, nichts sonderlich mega Interessantes, noch so ein paar alte Hasen wie Varela, der nach in die Türkei gewechselt ist, oder Ivancic, der aus der, MLS nach Tschechien gegangen ist. Jake Livermore ist für 11,5 Millionen zu West Brom gegangen. Das heißt, sie haben das Geld von Berahino direkt wieder investiert. Depay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Depay ist ja von PSV zu Man U gegangen als der neue Ibra, als der neue Superstar, als der neue linke Flügelspieler der Welt.
und konnte sich da, abgesehen von den ersten Wochen, nicht wirklich behaupten und durchsetzen. Jetzt ist er bei Lyon, das heißt ein Verein, bei dem man ein bisschen ruhigeres Umfeld hat, bei dem man mehr Spielpraxis wahrscheinlich bekommen wird und bei dem man sich besser entwickeln kann, in meinen Augen zumindest. Was denkt ihr, wird Depay noch ein großer oder ist Depay jetzt auf dem Level von El Shaarawy und wird nie dieses Potenzial erreichen, was ihm nachgesagt wird? Ich bin gespannt, ich könnte mir beides vorstellen, aber wir werden es sehen auf jeden Fall. 16 Millionen hat er gekostet und das Schöne ist, der Kollege kann nämlich zurückgekauft werden von United, ich glaube 35 Millionen oder sowas. Also ich denke mal, da hat Lyon auf jeden Fall ein gutes Geschäft gemacht. Ist quasi eine Leihe, aber wenn er nur Mittelmaß bleibt, wird er United nicht zurückbekommen und sie können ihn behalten. Ganz gutes System auf jeden Fall. Davor die Tage war wieder nicht sonderlich viel, was passiert ist. Da war zumindest nichts Interessantes. Bielefeld hat Yabo geholt, haben sich damit nochmal verstärkt, aber allgemein ist dieses Transferfenster extrem unspektakulär. Ihr könnt mir gerne mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was so euer Top-Transfer war, beziehungsweise euer absolutes Highlight. Auch, dass beispielsweise Bamford geht zu Middlesbrough von Chelsea, aber das sind halt alles so kleine, feine Transfers, die keine wirklich große Relevanz haben. Da hat Wolfsburg ja fast schon mehr reingeschissen, mit eben beispielsweise Paul George und Depp oder mit Yunus Malí. Aber ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch ein Kracher kommen wird in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Wochen, weil ich glaube, es ist noch eine Woche fast genau, bis das Transferfenster schließt. Machen die Chinesen nochmal was, wechselt Diego Costa, der ja gestern beispielsweise bei Chelsea wieder getroffen hat gegen Hull City, wechselt der vielleicht doch noch dahin. Ich bin gespannt, was wird aus Dimitri Payet, wird der noch von West Ham weggehen oder wird er auf der Tribüne versauern? Schreibt mir alles mal in die Kommentare. Gute Besserung übrigens, wo wir gerade bei Hull City sind, an Ryan Mason, der ja mit Cahill zusammengestoßen, sich einen Schädelbruch geholt hat. Wei, Gott sei Dank geht es ihm wieder ein bisschen besser, nach dem, was ich gelesen habe. Ich hoffe, der wird schnell wieder fit, aber das ist natürlich richtig krass. Sowas wünscht man keinem und da sollte man in Gedanken zusammen sein. Und auf jeden Fall ihm alles Glück der Welt und alle Kraft der Welt auch wünschen. Zu den anderen Clubs, also ich finde, man kann momentan schon sagen, dass dieses Transferfenster ein relativ ruhiges war. Leverkusen hat sich nicht sonderlich verstärkt, also nicht, dass ich wüsste, dass sie sich überhaupt verstärkt hätten. Wolfsburg hat sich nochmal verstärkt, das war auch dringend notwendig, beispielsweise halt eben mit Malí, mit einem neuen Spielmacher, weil die Davi auch nicht wirklich eingeschlagen ist und Draxler ja weggegangen ist. Draxler ist ein großer Transfer zu PSG, aber das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil ich glaube, dass PSG nochmal ein bisschen Stress machen würde, aber es wird ein sehr interessanter Titelkampf zwischen Monaco, Nizza und der PSG werden. Ich hoffe, dass Nizza da so ein bisschen noch dranbleiben kann, oben, weil Monaco ja relativ stark ist momentan und vor allem Tore schießt am Fließband. Wolfsburg hat sich verstärkt, da wo sie es brauchten auf jeden Fall, und dazu, ja, ansonsten Upamecano zu Leipzig, aber auch nur Tropfen auf dem heißen Stein, weil die sind sowieso stark. Ich weiß nicht, bräuchte irgendein Team aus eurer Sicht noch bessere Spieler, krassere Spieler, auf welcher Position es noch bedarf? Hamburg hat die Defensive verstärkt, hat es aber auch gleichzeitig wieder geschwächt, indem sie Sokrates und Kleber abgegeben haben. Sokrates? Spajic und Kleber, Papadopoulos und Mavrai sind gute Verteidiger, die auch gut gespielt haben jetzt tatsächlich gegen Wolfsburg, aber ob das reicht dieses Jahr, ich bin gespannt. Hannover hat gar nichts gemacht, nichts, also niemanden gekauft zumindest, brauchten sie auch nicht. Es war mal eine Zeit lang Büttner im Gespräch, ehemals United, der ist aber nach Dänemark in die Niederlande zurückgegangen. Also da ist gar nichts los, aber man braucht auch so gesehen keine Spieler, weil die Verletzten sind wieder gekommen mit Basé, der momentan wieder angeschlagen ist, und Bech beispielsweise, und damit hat man genug Spieler eigentlich. Aber ich hätte mir zumindest einen Transfer irgendwie mal gewünscht. Mertesacker kommt auch nicht, leider Gottes, im Sommer, nicht so wie im Karrieremodus. Ich bin zufrieden mit 96, ich bin auch zufrieden mit den anderen Vereinen. Ich sehe keinen, der wirklich Potenzial oder der auf jeden Fall noch verstärken müsste. Köln vielleicht, wenn sie da bleiben wollen, wo sie sind, weil die haben so ein bisschen Probleme, ein bisschen Struggles, weil die haben halt sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle. Weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Bubble-Time-Video. Ich habe ein bisschen gelabert, meine Meinung abgegeben, und das sollen diese Videos ja machen. Morgen kommt ein Vlog, der sollte eigentlich heute kommen, schaffe ich aber zeitlich einfach nicht. Und dann hoffe ich, dass dieses Video ein kleiner Ersatz ist und euch trotzdem gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG wollt auf jeden Fall auschecken. 6% Rabatt auf eure Coins mit dem Comebacks Gaming TV. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.